Und was darf in dieser Woche auf keinen Fall fehlen? Unser ATV-Menü-Tipp. Was tun mit den Resten von Ostern? Resteverwertung steht besonders nach Ostern ganz hoch im Kurs. Es gibt keine Gründe, Lebensmittel zu verschwenden oder sie sogar wegzuwerfen. Und deshalb hat sich auch unsere ATV-Fernsehköchin Helga Kobalt etwas Besonderes für Sie einfallen lassen. Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr habt das Osterfest schön verbracht und jetzt wahrscheinlich wollt ihr ein bisschen was verarbeitet haben. Und ich habe euch einmal ganz was anderes hergerichtet, weil man echt das Herkömmliche macht eh selber, so wie Schinkenfleckerl oder sonstiges. Ich habe euch heute mitgebracht, Wurstreste und verschiedenste Reste, habt ihr alle ganz, ganz sicher. Und was machen wir damit? Wir machen einen Wurstaufstrich. Vorgang starten. Was schmeißt meine? Der Thermomix soll da sauber sein, gell? Da schmeißen wir gar nichts, meine. Wir haben unseren zweiten Mixtopf. Den verwenden wir. Gehen wir auf Tara. Da schmeißen wir eine unser Gesüchtes. Und Würstel und alles, was an Resten habt, bitte. Einfach rein. Wenn ihr sagt, ihr habt Salami oder egal was, das könnt ihr alles rein tun. Dann sogar 60 Gramm Schalotten bzw. Zwiebel. Dann eine Pfefferoni. Wenn wer sagt, ich mag er nicht, dann bitte einfach nicht rein tun. Essiggurken. Ist schon kein Mut, gell? Man kann wirklich die ganzen, weil es kleinere sind, rein tun und Messbecher einsetzen. 6 Sekunden, Stufe 6. Schaut mal, in 6 Sekunden hat er uns das so klar gemacht. Wenn wir sagen, ich will es feiner, dann kann man es ruhig noch einmal durchmachen. Ein bisschen abputzen, steht da sogar. Dann die Waage auf Tara, dann ca. 200 Topfen. Ganz ehrlich, was tue ich mit den 50 Gramm? Bitte im Ganzen rein, weil das ist wirklich egal. Beim Aufstrich ist es egal. Dann 50 Gramm Sauerrahm. So, wo hat sie denn jetzt da? Gramm Tomatenmark. Da kriegen wir ein bisschen Färbung zusammen. Dann ein Salz. Da bitte, da bleibt ihr jetzt ein bisschen zurück. Da steht ein halber bis ein Dreiviertel. Steht eh mehrer. Aber da tät ich weniger, wenn wer sagt, er hat ein Gesöchts, was eh hab ist. Da tät ich vielleicht gar keinen rein. Mir dann nur ein bisschen rein. Weil es hier geht dann nur noch eine Prise Pfeffer. Messbecher einsetzen. So, jetzt wird es hoffentlich passen. So, dann habt ihr so einen Aufstrich. Seht ihr das? Und da möchte ich euch jetzt noch einen kleinen Tipp mitgeben. Ihr habt sie gesehen, wir haben ja schon Schaumrollen gehabt, süße Schaumrollen. Aber ihr könnt die süßen Schaumrollen auch natürlich herbe machen. So. Kann man nämlich genauso einmal nicht so süße machen. Ich möchte es euch einfach nur sagen, ist wirklich ein guter Tipp, dass man einfach sagt, man macht einmal keine Süßen, sondern tut als Vorspeise zum Beispiel einmal herbe. Schaut einmal, schaut nämlich auch viel lieb aus. Und schmeckt einmal was anderes, nicht süß. Ich möchte euch einen restlichen Aufstrich natürlich nicht vorenthalten. Jetzt habe ich da umgequatscht schon, habt ihr das gesehen?
naja, Kameramann und das funktioniert schon nicht so, wie man es für sich vorstellt. Schaut euch das an. So. Jetzt haben wir da einen lässigen Wurstaufstrich und eine gefüllten Schaumrollen.